Der Buchsbaumzünsler hat schon so manche Buchshecke auf dem Gewissen. Frühestens ab Ende März und dann bis in den September hinein machen sich die gefräßigen Raupen des Schmetterlings über die Buchsbäume in unserem Garten her. Dann sollte man schnell handeln, denn mit diesen 5 Tipps kann man seine Buchsbäume noch retten. Wer den Zünsler erfolgreich bekämpfen möchte, muss den Befall frühzeitig erkennen. Hier können Buchsbaumzünsler Fallen helfen. Man bestückt sie mit Kunststoffröhrchen, die einen Sexuallockstoff enthalten, und hängt sie ab Mai in 2 bis 3 Metern Entfernung zu den Buchsbäumen auf. Die Fallen locken die männlichen Falter an, die dann im Inneren gefangen bleiben. Eine Falle dient vor allem der Befallskontrolle. Fangen Sie plötzlich sehr viele Falter, sollten Sie sich auf den nächsten Raupenbefall einstellen und Ihre Buchsbäume täglich kontrollieren. Viele Gärtner sammeln die Raupen von Hand ein, was auf Dauer sehr zeitaufwendig ist. Schneller geht es mit dem Gartenschlauch. Spülen Sie die Schädlinge einfach mit einem kräftigen Wasserstrahl aus den Pflanzen heraus. Wenn Sie vorher ein Kunststoffvlies neben den Pflanzen auslegen, können Sie die Raupen später leichter einsammeln. Weil Zünslerraupen recht flink sind, sollten Sie das bei längeren Hecken auch zwischendurch machen, damit die Raupen nicht wieder zurückkriechen. Einige Vogelarten finden langsam Geschmack an den Raupen. Vor allem Spatzen haben sie inzwischen auf dem Speiseplan. Wer den Buchsbaumzünsler auf natürliche Weise eindämmen will, sollte passende Nistkästen aufhängen und für Trink- und Badestellen sorgen, damit sich möglichst viele Vögel im Garten ansiedeln. Ist Ihr Buchsbaum bereits stark vom Zünsler befallen, hilft meist nur noch der Einsatz eines Pflanzenschutzmittels. Setzen Sie hierbei auf biologische Präparate mit dem Wirkstoff Bacillus thuringiensis. Dosieren Sie das Präparat nach Packungseinleitung und füllen Sie das Sprühgerät anschließend mit der benötigten Menge Wasser auf. Arbeiten Sie mit möglichst hohem Druck und sprühen Sie Ihre Pflanzen gründlich ein. Halten Sie die Sprühdüse auch ins Innere der Sträucher, damit alle Blätter benetzt werden. Das parasitäre Bakterium vermehrt sich im Körper der Raupen und sondert einen Giftstoff ab, der sie abtötet. Als reines Fraßgift ist es dabei besonders nützlings- und bienenschonend. Für eine optimale Wirkung sollten Sie diesen Vorgang 1 bis 2 Mal im Abstand von jeweils 10 bis 14 Tagen wiederholen. Ein sehr effektiver Trick, wenngleich er sich auch nur für einzelne befallene Buchsbäume eignet, ist das Abdecken mit dunkler Folie. Hüllt man seine Buchsbäume bei Sonnenschein beispielsweise für ein paar Stunden in einen schwarzen Müllbeutel ein, steigt darunter die Temperatur so stark an, dass die Raupen absterben. Falls Sie jetzt Angst um Ihre Pflanzen haben sollten, können wir Sie beruhigen. Den hitzeverträglichen Buchsbäumen macht dieser kurzfristige Temperaturanstieg nämlich nichts aus.